Hab ich nicht, haltet die Klappe. Für Schund Werbung zu machen. Und genau das habe ich ausprobiert. Ich habe für euch auch einen Rabattcode. Ein Rabattcode für Shein? Ja, mit meinem Code für 15% auf alles. Den 10% Rabatt. Ich habe nämlich bei About You bestellt und mit meinem Code bekommt ihr 11%. Mit dem Gutscheincode ganze 12%. Ist so geil. Ich wollte beweisen, dass Influencer für Geld wirklich alles sagen und sogar ihre Prinzipien vergessen. Geil. Deswegen brauche ich ein Produkt, das einfach herzustellen ist und wo man auch ein bisschen schummeln kann. Eins muss man dazu sagen, Leute. Für die von euch, die Marvin nicht kennen. Marvin hat sich bei Hannover 96 damals ins Training geschlichen. Er hat sich im Stadion bei den Trainingsplätzen bei Hannover 96 mit Trikot und Ausrüstung ins Training geschlichen und hat sich als Hannover 96-Spieler ausgegeben. Und das Ganze hat sogar funktioniert. Er ist bis auf den Trainingsplatz gekommen und hat auf dem Trainingsplatz eine Einweisung bekommen, wie er sich jetzt warm zu machen hat. Er hat sich da als Neuzugang vorgestellt. Das war so geil. Das hat damals auch gezeigt, dass die Sicherheitsvorkehrungen nicht allzu geil sind. Bei Hertha, also ich kenne nur das mit Hannover 96 und ich erinnere mich daran, bei Hannover 96 war Ron-Robert Zieler damals so Hauptprotagonist und der war total arrogant. Alle Hannover-Spieler haben das mit Spaß und Fun genommen und Ron-Robert Zieler, also jetzt nicht gerade der Nummer 1 Torwart der Welt, hat einen richtigen Aufstand gemacht. Dadurch ist dieser Mann hier eigentlich erst so richtig bekannt geworden. Und deswegen habe ich eine Creme erfunden. Darf ich vorstellen, Hydrohype, die Creme für gewissenslose Influencer, die für Geld alles sagen und auch nicht so gut lesen können. Ich habe mir jetzt hier bei Amazon für ungefähr 15 Euro 5 so kleine Cremetiegel bestellt und dafür habe ich für ungefähr 20 Euro Klebeetiketten bestellt, die einmal gleich um den Tiegel rumgeklebt werden und wir haben auch Etiketten vorbereitet, wo drin steht, was... Du willst das lauter haben? Bist du sicher? Leute, ist euch das nicht laut genug oder was? Moin Fusion. Ist euch das nicht laut genug? Ich finde die Lautstärke eigentlich Baba. Ihr könnt mir jetzt kurz sagen, was ihr haben wollt. Lauter? Ist leise? Okay. Kein Problem. Wie ihr das wollt. So. Was in dieser Creme drin ist und die ersten Inhaltsstoffe sind tatsächlich wahr, denn wir müssen natürlich preisgeben, was da drin ist, damit keiner eine Allergie hat und so weiter und so fort. Aber auch hier haben wir wieder einige Easter Eggs reingebaut und zwar steht hier auch drin, dass hier Uran drin wäre. Ich glaube nicht so gut für die Haut. Asbest soll hier drin sein. Sollte man sich glaube ich auch nicht ins Gesicht schmieren. Und mein Lieblings-Easter Egg, Pipi Kaka Seed Oil. Das sollte auch in keiner veganen Creme fehlen. Wie geil ist das denn? Mein Keks, Digga. Uran, Asbest und dann einfach Pipi Kaka. Toni, mein Bester, vielen Dank für den Follow. Digga, aber wie er das erzählt, er ist so ganz nüchtern dabei. Uran, Asbest, Pipi Kaka. Allein da hat er mich schon gehabt. Ich sehe natürlich schon wieder alle in die Kommentare schreiben, Hilfe, pack doch da kein Uran rein. Habe ich natürlich nicht, aus Uran macht man Bomben und kriegt man sowieso nicht so leicht. Asbest war früher ein mega billiger Baustoff, aber auch krebserregend. Und Pipi Kaka, das machen die kleinen Kinder in den Topf. Ja, aber was ist denn in der Creme? Nichts Schlimmes, es ist bio, vegan und Leute machen sich das normalerweise auf dem Körper, aber der Rest ist Betriebsgeheimnis. Wir haben jetzt hier eine Website vorbereitet, die es wirklich in sich hat. Im Internet gibt es Photoshop-Dateien, die man sich einfach runterladen kann, wo einfach Produkte drauf abgebildet sind, schön dekoriert mit Blumen und tollem Hintergrund und schon geilen Filter drauf. Und da kann man einfach seinen Namen, sein Logo, alles einsetzen und dann sieht das so aus, als hättest du 10 Produkte auf dem Markt, die gar nicht existieren. Das fängt an mit Augenpflege, Deo, Lippenpflege, Nagelpflege, Duschmus, Porenserum und natürlich unsere tolle Skincare, die die Influencer bewerben sollen. Und dieses Foto, das haben wir uns mal runtergeladen, so sieht es aus und haben da einfach mal unser Etikett drauf geklatscht. Das gleiche haben wir auch gemacht mit sogenannten Stockfotos. Das heißt, wir haben dieses Foto einfach aus dem Internet gezogen von einer Frau mit so einer ähnlichen Creme und haben da auch unser Logo drauf gemacht.
Die Homepage war ein Klacks, aber da musste ich natürlich noch für Internetpräsenz sorgen und die Influencer da. Okay, also soweit muss man ganz ehrlich sagen, ist das ja, also darauf reinzufallen, ist glaube ich relativ einfach. Jeder von uns kann eine seriös aussehende Internetseite machen und ein Produkt bewerben, was es im Prinzip gar nicht gibt. Mit Photoshop und sonst was, super einfach. Ihr habt das ja bei Loot letzte Woche mitbekommen, als dieser eine 13-Jährige versucht hat, sich als bekannter Twitch-Streamer auszugeben und an Gratis-Sachen zu kommen und hat einfach das Dashboard, was man nur als Streamer sehen kann, der hat das ja mit Photoshop bearbeitet und es sah ja 1:1 echt aus. Also soweit, okay, kann jeder machen. Wenn du darauf reinfällst, noch nicht so tragisch. Abholen, wo sie sind. Und das heißt, ein Instagram-Profil hochziehen. Und das durfte natürlich nicht 3 Tage alt sein, damit es nicht unauthentisch ist. Und deswegen habe ich wochenlang ein Instagram-Profil hochgezogen. Ich möchte natürlich hier nicht jeden Tag irgendwas posten und keinen interessiert es. Deswegen haben wir Likes gekauft. Sagen wir es, wie es ist. Wir haben auf jedes Posting so ungefähr ja, zwischen 50 und 100 Likes gekauft, ist ja wenig, damit das Ganze auch authentisch wirkt. Und auch die 455 Abonnenten, die wir aktuell haben, die sind auch alle gekauft. Also man weiß es ja mittlerweile von einigen Influencern, dass die sich so vor allem unter Verlosungen mal gerne Kommentare kaufen. Da sind dann immer nur ein paar Emojis abgebildet. Aber man kann mittlerweile auch individualisierte Kommentare kaufen. Kein Witz, wie zum Beispiel Fiana833, wo auch immer der herkommt. Und der hat geschrieben, meine Eltern haben mir das schon aus Italien mitgebracht. Liebe das Mus. Elis Kehlen kommt, glaube ich, irgendwo aus Südostasien und schreibt, endlich auch in Deutschland, Herz. Nirvan 571 aus Vietnam schreibt, letztens im LPG-Biomarkt gefunden und direkt mal ausprobiert. Das sind Testimonials, die sich jede Marke wünscht. Die Hydrohype-Community ist super. Vor allem in Südostasien. Ich glaube, da habe ich den Markt schon erobert. So, wir brauchen natürlich... Das ist so geil. Und wisst ihr, was das Geilste daran ist? Jeder Influencer, der seinen verkackten, nichtsnutzigen Arsch aktuell in Dubai hat, greift auf diese Dinge zu. Jeder Einzelne, damit diese scheiß Gewinnspiele auch noch interessanter aussehen. Jeder Scheiß möchte gern Influencer, der seinen verpickelten, hässlichen Arsch aktuell in Dubai hat. Weil er, wie sie ja alle schon angegeben haben, das Land näher erkunden wollen und unterschreiben überhaupt keinen Vertrag da mit dem verkackten dubaischen Regierungschef, dass sie das und das sagen müssen. Überhaupt nicht. Ganz unabhängig Berichterstattung für euch. Ich auch Content für Instagram, das heißt, ich mache jetzt fleißig Stories vor einem Biomarkt und die werden dann später über Fake-Accounts gepostet und von Hydrohype einfach repostet, damit es so ein bisschen aussieht, als ob es schon Kunden gibt, die unsere tolle Creme hier in den Biomärkten kaufen. Ja, fertig und jetzt haben wir ein paar Stories und ganz viele neue Kunden für Hydrohype. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Instant Was ist das hier? Danke. Nachdem ich vor ein paar Tagen die Stories von Hydrohype vor den Biomärkten gepostet habe, haben diese Biomärkte sogar teilweise reagiert. Denn's Biomarkt zum Beispiel hat unseren Beitrag geliked und Alnatura hat sogar noch einen draufgesetzt, denn die haben uns Sternaugen zurückgeschickt. Entweder hat die Social Media Abteilung gar keine Ahnung, was bei denen im Laden so abgeht, oder sie freuen sich einfach sehr, dass Hydrohype dort im Regal steht. Das habe ich beim ersten Mal nicht kapiert, Leute. Die haben, also der Alnatura-Markt hat das ja gerepostet. Es gibt dieses Produkt dort nicht. Er hat es einfach für sein Werbebild in das Regal gestellt und ein Bild davon gemacht und Alnatura verlinkt. Wie kann es sein, dass du als Unternehmen, wenn du für Social Media verantwortlich bist, nicht weißt, was in deinem fucking Regal gerade drin steht? Wie kann man so blöd sein? Aber... Ich spoilere jetzt nur ein bisschen. Das ist nicht das Dümmste, was ihr jetzt hier seht. Mega gut. Die Biomärkte freuen sich schon auf mein Produkt. Ich sehe schon meinen eigenen Hydrohype-Stand auf der nächsten Glow. Aber Step by Step, jetzt brauchte ich erstmal eine Influencerin, die für Hydrohype Werbung macht, damit die wir anfragen, nicht die Ersten sein müssen.
Ich habe euch doch vor circa einem Monat gesagt, dass ich eine neue Creme zugeschickt bekommen habe. Das ist die Marke Hydro Hype. Die ist so gut, Leute. Ich kann euch nur weiterempfehlen. Ganz ehrlich, danke an Winnie-Kuta, dass sie da mitgemacht hat, weil da war Hydro Hype noch nicht die Supermarke, die sie heute ist. Aber als nächsten Schritt brauchte ich dann noch eine PR-Firma, die mich vertritt. Und die habe ich dann auch erfunden. Mit Website, Mail-Account, Instagram-Account und einer Prepaid-Nummer, um die Influencer anzufragen. Wir kommen auf der Website von Corcovado Promotions, der Eventagentur, der man alles anvertrauen sollte. Im Hintergrund sind sogar Leute, die im Kino Spaß haben. Wenn das kein Vertrauen weckt, dann weiß ich auch nicht. Und sogar international aktiv. United States of America, Korea, Germany, Austria, Switzerland. Überall sind wir vertreten. Und man sieht sogar die ganzen alten Projekte, die wir angeblich schon gemacht haben. Ganz unten findet man dann sogar einige Kundenbewertungen, denn diese Agentur ist dafür zuständig, im Nachhinein die Influencer anzufragen, weil das macht natürlich nicht Hydro Hype selbst. Hier geht es darum, dass wir gerne Instagram-Stories buchen wollen würden. Das erinnert mich so krass an die, welche war das? Joko und Klaas, als sie bei der 1, nee, beim Echo, den Grammy, bei welcher Preisverleihung haben die sich mit einem gefakten Ryan Reynolds reingeschlichen? War das der Echo? Oder 1 Live Krone? No, ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Digga, erinnert ihr euch? Als sie den, oder den Deutschen Fernsehpreis, ich glaube den Deutschen Fernsehpreis, da haben die doch auch einen Fake-Schauspieler genommen aus dem eigenen Team, eine PR-Agenturfirma fake gegründet, eine Homepage fake gegründet, ein Management fake gegründet und haben es am Ende geschafft, in der Live-Sendung dabei zu sein mit einem Typen, der einen Preis abräumen sollte für irgendeinen Film. Das haben die einfach gesagt, so von wegen, ja, wir haben Ryan Reynolds, den berühmten. Wenn ihr nicht diesen und diesen Preis bekommt, dann kommt er nicht. Und irgendwie RTL oder so war das und haben ihm einfach irgendeinen Preis verliehen. Es war aber irgendein random Typ. Und das haben die durchgezogen. Und Marvin hier ist auf den Spuren, Leute. Also absolut krasser Typ. Bei den Influencern. Für die Kalkulation ist es wichtig zu wissen, wie hoch eure Gage für eine Instagram-Story ist. Und da bin ich jetzt mal gespannt, mit was für Preisen ihr in die Ecke kommen, ob mir dann die Ohren schlackern oder ob wir einfach mal zwei, drei Influencer buchen, um unsere tolle Creme an den Mann zu bringen. Um auch auf Nummer sicher zu gehen, dass unsere Influencerin wirklich eins zu eins das sagt, was ich ihr vorgebe, habe ich ein Produktbriefing erstellt. Und zwar in Form einer PowerPoint-Präsentation. Einerseits will ich dafür sorgen, dass die Influencerin, aber vor allem ihr Management, denkt, dass es sich hierbei um eine wirkliche Kampagne mit einem echten Produkt handelt. Und andererseits wirkt so ein aufwendiges Briefing einfach wesentlich professioneller. Auf der letzten Seite des Briefings habe ich nochmal einen draufgesetzt und habe ein komplettes Konzept erarbeitet, wie die Influencer denn das Produkt bewerben sollen. Denn sie sollen nicht nur die Anwendung des Produkts zeigen, sondern auch den Anti-Aging-Effekt. Und wie kann man das am besten beweisen. Klar. Sie sollen ein Foto vor der Anwendung und nach der Anwendung machen, um zu beweisen, dass diese Creme auch wirklich Wunder wirkt. Der Weg war also geebnet, die Firma hat den Markt erobert, die PR-Firma war bereit und jetzt mussten wir nur noch die Produkte abfüllen. Das heißt, jetzt wird das Betriebsgeheimnis gelüftet. Die Hoffnung ist natürlich, dass die Influencer dafür, dass sie dann Geld bekommen für diese Kampagne, sagen, dass der Vorher-Nachher-Effekt dieser Creme wunderbar ist, dass es super funktioniert. Kann es aber nicht, denn wir füllen hier keine Anti-Aging-Creme rein. Was? Sondern dieses Light-Gel. ja, Naturoptik, also das ist Kunstsperma. Ich habe jetzt die erste. Nee, ich habe hier die PlayStation-Musik noch im Hintergrund. Wie geil ist das? Ist Kunstsperma, ist Gleitgel. Antwort von einer Influencerin bekommen, die wir für Hydro Hype angefragt haben. Allerdings schreibt sie jetzt, dass sie das Produkt gerne vorher testen möchte. Heißt, ich soll ihr das Produkt vorher zuschicken, um dann zu entscheiden, ob sie dafür wirbt oder nicht. Aber ich probiere es auf jeden Fall mal aus und schicke ihr unsere Creme mal zu. Ich habe allen Influencern von vornherein immer ein faires Angebot gemacht, in der Hoffnung, dass sie direkt nur aufs Geld schauen und gar nicht gucken, für was für Murks sie im Endeffekt werben. Aber mit so einer einfachen Frage, ob sie das Produkt vorher testen kann, hat sie mich gekriegt. Aber ich habe das Produkt trotzdem hingeschickt, in der Hoffnung, dass es den Test besteht. Und? Ehre. Bestanden? Leider nicht. Ich habe für die Kampagne einen Korb bekommen,
Aber eigentlich sollte es ja auch genauso sein, dass man die Produkte halt vorher sich anschaut, bevor man dafür Werbung macht. Aber das Gute ist, wir haben zeitgleich die Antwort von einem anderen Management bekommen, von einer Influencerin, die sich vorstellen kann, für Hydrohype zu werben. Aber auch sie möchte das Produkt vorher testen. Das heißt, irgendwie gehen gerade alle auf Nummer sicher, um sich nicht reinlegen zu lassen. Aber wir versuchen trotzdem unser Glück und schicken das Paket nach Dubai. Nach Dubai, klar. Alle Assis sind in Dubai aktuell. Ich habe ernsthaft eine Zusage bekommen. Ich habe das Paket nach Dubai geschickt, sie hat die Creme getestet und trotzdem möchte sie für Hydrohype werben. Sie sollte natürlich auch sagen, dass in dieser Creme Uran drin ist, damit sie sich halt ein bisschen zum Löffel macht. Aber ich habe das so ein bisschen kaschiert, indem ich halt gesagt habe, Urangestein gefiltertes Wasser. Uran ist ein bisschen schwierig, denn bei atomwaffen-a-bis-z.de steht, dass man für eine Uranbombe nur etwas Sprengstoff und zwei Blöcke Uran braucht, um eine Bombe herzustellen. Deswegen habe ich so ein bisschen seriöses Zeug darum rumgeschrieben, damit es halt nicht auffällt. Ja, das ist wirklich Urangestein gefiltertes Wasser. Also jeder, der sich mit diesem Produkt, womit du wirbst, als möchte gern Influencer aus Dubai, hast du in der Regel ja schon ein paar Follower, die sich die Scheiße, die du da bewirbst, angucken. Da hast du doch eigentlich schon die Pflicht, dich darüber in Kenntnis zu setzen, was genau du da eigentlich machst und was genau du da eigentlich im Namen von anderen verkaufen willst. Und wenn ich da sowas lese wie Uran, Asbest, Pipi Kaka oder Kaka Pipi und Uranstein, gefiltertes Wasser, da rufe ich doch mal den an, der mir das hingeschickt hat und frage ihn mal, was ist Uranstein gefiltertes Wasser? Aber es sind ja Influencer aus Dubai, es ist ja eine Bereicherung für die Menschheit bei uns und deshalb ist es in Ordnung, wenn sie für Uran werben. Gepostet. Das hast du wirklich gepostet. Morning guys, ich mache gerade meine Morgenroutine und ich habe gerade die Hydrohype Gesichtscreme benutzt, das ist diese hier. Für eine Sache muss ich Enissa ehrlich loben. Sie hat den Content pünktlich abgeliefert, sodass ich vorher schauen konnte, dass sie nichts falsch ausspricht und keine Fehler macht und hat alles on point gepostet. Die letzte Zeit habe ich die Skincare von Hydrohype ausprobiert and I absolutely love diese Gesichtscreme. Like, schau mal diese, das ist vorher, ne? Like, look at this vorher-nachher-Effekt. Das sieht so glowy aus, das ist super gegenfalten, ne? Ich sehe da ehrlicherweise keinen Unterschied. Kann natürlich sein, dass die eine Gesichtshälfte trocken ist und die andere jetzt glänzt, weil da Gleitgel drauf ist. Aber dafür ist Gleitgel ja auch da, wenn was trocken ist. Fühlt sich super erfrischend an. Ein wesentlicher Bestandteil der Creme ist das durch Urangestein gereinigte Wasser. So, da ist es, das Urangestein gereinigte Wasser. Kann auch sein, dass Enissa gar nicht weiß, was Uran ist, aber kann man heutzutage eigentlich auch googeln. Gut, aber ihre Haut strahlt auf jeden Fall jetzt mehr als ihr Handy. I think that's what gives it like this very hydrating feeling. Und es sind 100% parabenfrei, silikonfrei, vegan, bio und tierversuchsfrei. Was super wichtig ist. It's like just a natural product. Das Ziegel hier ist auch super von unterwegs und es ist generell really good for empfindliche Haut like I have. Optimal. Sie hat 1:1 das. Digga, wofür braucht die Menschheit so eine Alte wie die? Wofür ist die auf dieser Welt da? Was genau ist deren Aufgabe? Welchen Mehrwert hat dieses Geschöpf? Bitte erklärt es mir. Du hast gesagt, was im Briefing stand, aber nicht so optimal ist, dass sie halt gar nicht hinterfragt hat, was sie da überhaupt sagt. Ist auch erhältlich bei ausgewählten Biomärkten, aber ihr könnt auch hier gerne einfach hochwischen. Außerdem hat sie noch dieses Foto in ihre Story gepostet, ein Beweis für den Vorher-Nachher-Effekt. Und da muss ich sagen, sieht man ganz klar, dass sie da irgendwie dran gemogelt hat, denn so ein Effekt kann Hydrohype gar nicht hervorrufen, da ist ja nur Gleitgel drin. Und das finde ich ehrlicherweise ein bisschen schwierig, weil sie da offensichtlich für Geld ihre Zuschauer belügt. Gestern ist die Story von Enissa Bukvic online gegangen und daraufhin ist einiges passiert. Zum Beispiel folgt mir jetzt die Schwester von Sami Slimani. Ich zeige euch jetzt auch mal die Textur, die ist mega leicht. Ja, das stimmt. Und es wäre eigentlich mal ein cooler Coup, ihn ranzubekommen. Und am Ende wollte der Manager noch mit mir telefonieren. Und so ein Telefonat, das habe ich noch nie in meinem Leben. Leute, das war der erste Teil von Hydrohype und den nächsten, den könnt ihr schon vorab sehen, nämlich immer donnerstags und... Und jetzt die Überraschung, erstmal hier ganz wichtig, Leute, ganz wichtig. Jetzt passt mal auf. Das ist was Witziges. Es geht weiter.